Jetzt geht's los mit dem NRZ Talk. Gute Unterhaltung wünscht Ihre NRZ. Ja, einen schönen guten Nachmittag, liebe Freunde des guten Fußballs. Ich darf mich zunächst mal vorstellen. Mein Name ist Franz Josef Kolli, ein Urgestein der NRZ. Ich war 10 Jahre lang Leiter der Sportredaktion der NRZ in Essen. Und da die Kollegen heute alle nicht können, haben die gesagt, heute muss mal das alte Schlachtross in die Schlacht geschickt werden. Also bin ich hier, freue mich, dass so viele zuschauen und hoffentlich auch zuhören. Ich habe 2 Spieler hier, Axel Bellinghausen, auch ein altes Schlachtross, kann man das sagen, bist du nicht beleidigt, ne? Und Ben Halloran, unseren neuen Spieler hier, der aus Australien an den Rhein gekommen ist. Ich fange mal mit, und natürlich Camila Blumski, unsere Übersetzerin und Sprachlehrerin. Seine Deutschkenntnisse halten sich noch in Grenzen. Im ersten Monat hat Ben mir eben gesagt, ja, als ich ihn fragte, ob er denn wüsste, was ein Altbier ist, hat er gesagt, Pilz. Ja, er lernt es noch. Axel, als du auf die Welt kamst in Siegburg, da musste die Fußballwelt noch 9 Jahre warten, ehe er auf die Welt kam. Du bist 30, er ist 21. Du kommst aus Siegburg, also ein echter Rheinländer. Wenn du 9 Jahre älter warst, dann muss ich sagen, du hast auch sehr früh schon mit Fußballspielen angefangen. Erst in Oberpleis und hinterher bei Bayer Leverkusen. Wie wird einer in Leverkusen auf einen Spieler von Oberpleis aufmerksam? Das musst du mir mal erklären. Ich hätte im Übrigen, wenn ich das nur einwerfen darf, gedacht, TuS Niederpleis kenne ich wohl vom Handball. War das bei dir auch mal ein Thema, wenn man aus der Kante kam, oder gab es nur Fußball? Nee, es gab Gott sei Dank nur Fußball und das ist auch schon ganz gut so. Und ja, um es kurz und knapp zu beantworten, es war damals so, dass wir häufig auf Turnieren gespielt haben und mit Oberpleis eben eine ganz ordentliche Jugend hatten und dann auf Turnieren dann eben für ein bisschen Furore gesorgt haben, wo man dann eben auf die rheinischen Größen getroffen ist und so kam der Wechsel dann zustande. Und es sollte ja eine ruhmreiche Karriere damit eingeleitet werden. Bei mir war das übrigens auch so, wenn ich das mal erzählen darf. Ich habe bei Alemannia Aachen in der A-Jugend gespielt und da hat ein gewisser Rainer Kallmund, der war da mit der Jugend von Frechen 20 und hat sich auch nach mir erkundigt, aber ich war wohl nicht so gut. Ja, wie gesagt, so, wir kommen zum heutigen Spiel. 1-0 gewonnen. Dein Urteil zu diesem knappen, aber ich meine eigentlich verdienten Sieg. Ja, würde ich auch so sehen. Also verdient war es allemal. Wir haben uns teilweise das Leben ein bisschen selber schwer gemacht. Die Aktion, die zum Tor führt, macht Levan sensationell gut. Na, deswegen, da sieht man seine Qualitäten. Er hat ein gutes Tempo am Ball, behält die Übersicht, spielt Reise wunderbar frei, der den dann nur einschieben braucht. Das war sehr, sehr gut. Auch fast mit der beste Angriff im ganzen Spiel. In der zweiten Halbzeit hatten wir noch eine Situation, wo Lumpi dann frei zum Kopfball kommt, wo wir über die rechte Seite uns gut durchkombinieren. Insgesamt war es ein hartes Stück Arbeit, aber ja, wie man immer so schön sagt, also morgen spricht vielleicht noch jemand drüber, übermorgen ist es schon relativ egal. Für uns war es einfach nur wichtig, dass wir hier und heute die 3 Punkte hier behalten und das ist uns auch Gott sei Dank gelungen. Fortuna hat den 2. Saisonsieg eingefahren und jetzt sich sozusagen im oberen Mittelfeld schon platzieren können. Wie siehst du die nahe Zukunft? Ich habe mal auf den Terminplan geguckt, jetzt nach Arminia Bielefeld, dann die schwierige Partie gegen Dresden. Wie ist deine Meinung dazu? Ich will jetzt auch gar nicht irgendwie über Dresden, weil da liegt noch so viel Zeit dazwischen. Wir haben jetzt Freitagabend das Spiel in Bielefeld, das ist jetzt erstmal sehr, sehr wichtig. Jeder kennt die Woche, bei jedem ist sie gleich. Heute ist Sonntag, viel Zeit bleibt da nicht. Naja, das eine Spiel muss mehr oder weniger abgearbeitet werden, dann kommt die Vorbereitung schon auf das neue Spiel. Dann ist erstmal länderspielfreies Wochenende, also insofern
Wie gesagt, gilt da die volle Konzentration erstmal am Freitagabend Arminia Bielefeld. Du warst heute nicht dabei. Eine Oberschenkelzerrung war der Grund. Wie und wann zugezogen? Wer war der Sündenbock oder kam das ohne feindliche Einwirkung? Nein, es kam leider Gottes mit feindlicher Einwirkung, aber das war eine Situation, wie sie tausendmal passiert, ob im Training oder im Spiel. Das ist dann relativ egal, aber in dem Moment hat's halt, war es ein bisschen unglücklicher für mich und ist ein bisschen blöd gelaufen. Ja, wie gesagt, dementsprechend kam halt, konnte ich heute leider nicht zum Einsatz kommen, aber ja, wie gesagt, die Jungs haben das ja ordentlich gemacht, sind in die Bresche gesprungen, haben den Sieg rausgeholt, also ich meine, mehr geht dann auch nicht, ne? Wenn man wegen einer Oberschenkelzerrung nicht dabei sein kann, dann muss die Frage erlaubt sein, wie ist der aktuelle Gesundheitszustand? Konntest du schon heute Morgen wenigstens den Frühspaziergang mit deinem Rottweiler-Hund Schack selbst machen oder geht das noch nicht? Nee, da ist meine Freundin dann für eingesprungen. Das lag aber auch in erster Linie daran, dass ich heute Morgen schon Reha hatte und ja, vom Physioteam da heute Morgen schon in Behandlung war. Geht's wohl wieder bis Freitag gegen Bielefeld? Das wird jetzt schwer sein, ich weiß es nicht. Wir müssen da von Tag zu Tag gucken. Im Moment kann man da keine genaue Prognose stellen. Wie gesagt, wichtig ist jetzt einfach, dass man von Tag zu Tag guckt. Und auf jeden Fall ist von Donnerstag zu heute schon eine sehr, sehr gute Verbesserung zu erkennen, für mich persönlich. Und dementsprechend warten wir jetzt einfach mal ab. Du bist ja, weiß Gott, nicht der klassische Stürmer. Ich habe mir das mal ausgerechnet. In 10 Jahren 24 Tore erzielt, 2,4 Tore pro Saison. Eins hast du schon. Bleibt es denn bei 2 bis 3 oder hast du dir diesmal etwas mehr vorgenommen? Ja, ich war ja in den ersten Spielen schon oft genug nah dran. Da, wo ich auch das ein oder andere mit hätte entscheiden können. Und ja, jetzt bin ich zwar froh, dass es dann letzte Woche endlich geklappt hat, aber ich hatte eigentlich schon vor, dass dieses Jahr das ein oder andere Mal noch zu treffen. Ja. Recht herzlichen Dank. Beifall bitte für Axel und gute Besserung, damit du so schnell wie möglich wieder dabei bist. Ben Halloran ist ein Spieler, der aus Australien kommt, aus Cairns, das liegt, also wenn man rechts unten anfängt, kommt er Sydney, dann Brisbane und dann Cairns, wo die herrlichen Korallenriffe sind. Do you understand what I say? Okay, ja, Korals. Du wirst das alles übersetzen, wenn wir da Probleme haben sollten. Wie kommt ein Verein wie Fortuna Düsseldorf, die haben es ja schon mal gemacht, ja, wie kommt ein Verein wie Fortuna Düsseldorf auf einen Spieler, der im fernen Australien wohnt? How did it happen? Okay, well, I came from a club called Brisbane. And that's where Robbie Cruz came from. And we have the same agent and we play a similar position. So when he left, there was an available spot and my agent told Fortuna and then, yeah, they came and saw me and they were happy with what they saw. So I came over. Also er kommt vom selben Verein wie Robbie Cruz, den wir ja auch schon kennen aus der letzten Saison, spielen auch dieselbe Position, haben denselben Agenten, hat denselben Berater und so hat sich das Ganze dann zusammengefunden und er ist auch glücklich hier zu sein. Du warst vorher nie in Europa oder überhaupt, geschweige denn in Deutschland. Did you ever stay before in Europe or in Düsseldorf? Okay. No, I'd never been to Europe before, so coming here is definitely a new experience. Bracing for the cold. I heard it's a bit different to Australia, but so far the impressions have been good. Also er ist vorher noch nie in Europa gewesen. Es ist ein bisschen kalt hier, ist ein bisschen anders als in Australien, aber trotzdem freut er sich hier zu sein. Muss ihm natürlich sagen, der hat hier eigentlich eine fantastische Wetterperiode erreicht. Wenn ich das so richtig im Gedächtnis habe, hatten wir von November bis Juni vielleicht 5 oder 6 Sonnentage hier. Also bist ganz gut davon gekommen bis jetzt. Jetzt wünschen wir dir natürlich, dass du bald auch das erste Spiel für die Profimannschaft machst. Ich habe beruflich sehr viel mit Rot-Weiß Essen zu tun. Da bist du nicht so hoch angesehen, denn kürzlich hat er beim Sieg von Fortunas zweiter Mannschaft 4:3 hat Fortuna noch gewonnen, einen wichtigen Treffer für die Fortuna erzielt und am Ende stand es 4:3 für Fortuna. Wie war dein erster Eindruck von deinem Einsatz in einer Mannschaft von Fortuna Düsseldorf?
Yeah, I mean, impressions were good playing for the second team at a club. You're not always that happy at first, but the atmosphere in the second game against Essen was unbelievable. I mean, I've played in games in Australia where the atmosphere wasn't that good, and you know, to score a goal for Fortuna, albeit in the second team, was, you know, it's a step in the right direction. Er sagt, auch wenn er für die zweite Mannschaft gespielt hat, es ist der Schritt in die richtige Richtung, und es war eine tolle Erfahrung für ihn, ein toller Eindruck, den er da mitgenommen hat, und dann war es natürlich auch toll, dass er da auch ein Tor geschossen hat. Nun möchten wir natürlich auch wissen, was er zum heutigen Ergebnis sagt. 1:0 für Fortuna gegen einen unbequemen VfL Bochum. Ah, yeah, it was very important to get a win. I mean, yeah, we haven't won for what, 3 or so games, so to get a win today is really good for team morale and also to push us back up the table. Er sagt, es war sehr wichtig, dass wir heute gewonnen haben, und es hat uns nochmal hochgepusht, und es war ein sehr wichtiger Sieg. Wenn wir den Axel schon hier haben, dann wollen wir auch die Gelegenheit nutzen, ihn zu fragen, was ist dein Eindruck von deinem neuen australischen Mitspieler? Ben ist vom ersten Tag an, glaube ich, hier sehr, sehr gut angekommen bei allen, weil er eine wunderbar natürliche Art hat. Er ist jemand, der das Ganze auch lebt. Also er ist ein unwahrscheinlich positiver Mensch. Das merkt man ihm auch immer wieder an. Er hat Spaß am Fußball. Wie gesagt, er ist ein absolut klarer Kerl eben auch, wie man so schön sagt. Und ich denke, für uns sowohl sportlich, aber eben auch menschlich, auf jeden Fall ein Gewinn. Bitte übersetzt das nochmal für ihn. Das war ja sehr positiv. Er hat mir gerade gesagt, dass er es verstanden hat. So, liebe Freunde, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Camila, recht herzlichen Dank. Ben, the best for you, the future. Axel, alles Gute, gute Besserung. Dankeschön, schönen Abend noch, schöne Woche. Und Daumen drücken für nächsten Freitag, Arminia Bielefeld gegen Fortuna Düsseldorf. Dankeschön, gute Heimreise. Das war der NRZ Talk. Alles Weitere zur Fortuna lesen Sie in der kommenden Ausgabe Ihrer NRZ. Bis zum nächsten Mal.